Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Moto TV. Wir sind hier in Portugal, wo soeben die neue Triumph Tiger 1200 vorgestellt wurde. Es ist nicht eine Weiterentwicklung der bisherigen Tiger 1200, sondern ein absolut neues Bike, das auch wieder neue Maßstäbe setzt. Die bisherige Tiger war eigentlich bekannt als schwergewichtig, das hohe von Gewicht von rund 270 Kilogramm, der hohe Schwerpunkt, der war nicht ganz ohne. Im Gelände hat sie sich damit schon fast disqualifiziert, aber selbst in der Stadt war das zum Teil beim Halt, beim Rangieren war das doch ganz schön knifflig. Jetzt bricht eine neue Ära an mit der Tiger 1200. Die hat im Vergleich zum Vorgängermodell 25 Kilogramm abgespeckt und ist entsprechend auch einfacher zu fahren, viel weniger problematisch. Wesentlicher Faktor an der neuen Triumph Tiger ist ihr neuer Motor mit 1160 Kubikzentimeter Hubraum. Man könnte vermuten, es sei der Motor aus der Speed Triple 1200, die wir ja schon kennen. Dem ist aber nicht ganz so, weil der Motor für die Tiger und der für die Speed Triple, die wurden eigentlich parallel zueinander entwickelt, war von Anfang an klar, das gibt zwei Modellreihen. Sie teilen sich sehr viele Komponenten, Zylinder, Zylinderkopf, aber wesentlich anders ist hier vor allem die Kurbelwelle. Hier ist die sogenannte T-Plane-Kurbelwelle im Einsatz und die sorgt für eine unregelmäßige Zündfolge. Damit soll der Motor sich anfühlen wie ein V2, zumindest im unteren Bereich. Im oberen Bereich dann jedoch die Vorzüge des Dreizylinders voll auskosten. Das Beste aus zwei Welten nennt Triumph stolz diese Entwicklung. Die Tiger 1200 gibt es neu in fünf Varianten. Die Offroad-orientierten Modelle kommen mit schlauchlosen Speichenrädern, mit 21 Zoll vorne, 18 Zoll hinten. Die straßenorientierteren Varianten mit Gussrädern mit 19 Zoll und 18 Zoll hinten. Zudem gibt es Varianten mit dem großen 30 Liter Tank und einem kleineren, immer noch großen 20 Liter Tank. Die Offroad-Varianten haben Federwege vorne wie hinten von 220 mm, die straßenorientierten Reise-Enduros 200 mm vorne und hinten. Und sowieso ist hier wieder alles dabei, da ist vom TFT-Display, IMU, in den luxuriöseren Varianten gibt es noch Kurvenlicht, Blibo, Fahrmodi, Traktionskontrolle mit Offroad-Modi, ABS mit Offroad-Modi. Alles dabei. Und eben, wie gesagt, man hat die Variante, sich sein Motorrad selber zusammenzustellen. Das fängt bei 18.000 an und man kann da selber wählen, was will man dabei haben, was will man zahlen, welches Gewicht will man mitnehmen. Eine gute Ausgangslage, damit jeder glücklich werden kann damit. Jetzt, wir sind hier in Portugal angekommen. Es hat geregnet. Schlechte Voraussetzung für einen Roadtest für einen 150 PS Motorrad, das man vielleicht auch gerne mal ein bisschen am Limit bewegen will. Doch gerade hier hat uns die Tiger auch aufgezeigt, wie gutmütig das ist, wie leicht sie zu beherrschen ist, wie viel Vertrauen das sie schenkt. Da ist zu erwähnen, speziell auch das Fahrwerk natürlich, die mit den semiaktiven Komponenten von Showa vorne wie hinten.
die lieferten immer eigentlich ein gutes Feedback und schenkten uns viel Vertrauen. Große Überraschung war natürlich das Handling. Gut 25 Kilo weniger, das ist schon eine Nummer. Und tatsächlich, die neue Tiger 1200 war nicht wiederzuerkennen, oder die alte war in der neuen nicht wiederzuerkennen, denn es ist tatsächlich eine neue Welt. Die Tiger 1200 ist agil, aber doch stabil. Sie hat keine Überraschungen, die einen verunsichern könnten. Es ist eine runde Sache, flüssig. Hier hat vor allem auch der Motor sehr überzeugt. Tatsächlich im unteren Drehzahlbereich, der fühlt sich an und klingt vor allem auch wie ein V2. Als wir da beim Mittagessen im Restaurant saßen und dann plötzlich hört, wie es vor dem Restaurant ballerte, dachten wir schon, da kommt eine Rockergruppe oder was. Nee, es waren Dreizylinder, hätte man nie gedacht. Und er fühlt sich aber auch an wie ein Zweizylinder. Es ist wirklich das Pulsieren, das macht richtig Spaß. Je mehr man dann dreht, kommt der Dreizylinder wieder vor und der begeistert, das wissen wir ja schon. Ja, Dimitri, wir waren gestern unterwegs im Regen. Was waren deine Erfahrungen? Wie hast du als Tourenfahrer, was sagst du dazu? Genau, hallo auch noch von meiner Seite. Ich bin wirklich ein begeisterter Tourenfahrer und schon viele tausend Kilometer unterwegs gewesen mit Maschinen dieses Kalibers. Viel auch mit der BMW R1200 GS und genau die GS, eben jetzt die 1250 GS natürlich, die hat Triumph auch als Messlatte genommen und in den Fokus gerückt bei der Entwicklung dieses Bikes. Und bei der GS ist es ja auch so, es ist ein stattliches Bike, wirkt sehr groß und wuchtig, und jemand, der noch nie drauf gesessen ist oder gefahren ist, denkt, ja, ein Riesentrum. Und es ist effektiv jetzt bei der neuen Tiger 1200 so, dass man einen ähnlichen Effekt hat, wenn man aufsitzt. Sie fühlt sich schon beim Aufsitzen eigentlich relativ schlank an, hier an der Taille. Auch in meinem Fall mit nicht ganz so langen Beinen, was nicht immer so ein Vorteil ist, erreiche ich ziemlich gut eigentlich den Boden, zumindest eben, wenn der Sattler nicht auf der obersten Stufe ist. Und ja, du sagtest es vorhin schon, das Vertrauen gestern wirklich in diesen zum Teil widrigen Verhältnissen mit Regen, und man hat nie so gerecht gewusst, wie viel Grip ist da auf diesen Straßen vorhanden, auch durch Staub und Sand, der von den Straßenrändern hergeweht wurde. Eben da ist wirklich auf diese semiaktive Feder, auf die Federelemente Verlass, und sie geben wirklich ein ziemlich direktes Feedback. Da ist wirklich immer ein gutes Feeling da. Ja. Ja. Was gerade bei diesem Wetter auch stark aufgefallen ist, ist der hervorragende Wind- und Wetterschutz. Die Frontscheibe, die kann ganz einfach hochgezogen werden, angepasst werden. In der oberen Position ist auch der Kopf geschützt. In der unteren Position steht der Kopf ein bisschen mehr im Wind. Körper aber gut geschützt, Schultern, ja, die sind ein bisschen im Wind. Toll ist auch, wie die Beine geschützt sind, wenn man die hier hat. Die Front, das ist schön versteckt dahinter. Übrigens, wir sind gestern mit dem 30-Liter-Tank mehrheitlich gefahren. Und das hat man irgendwie nicht gemerkt. Schon beim Aufsteigen wollte ich die vom Ständer nehmen, habe sie fast auf die andere Seite runtergerissen, weil ich dachte, ja, 30 Liter, es war vollgetankt. Ich dachte, das braucht richtig Kraft, ist aber nicht so. Und auch unterwegs auf der Straße waren wir überrascht, wie agil die mit vollem Tank auch war. Wechselkurven, alles. Wie gesagt, wir konnten sie nicht am Limit wie unter idealen Bedingungen, trockenen Straßen, Flickflacks und solche Sachen, das ging alles ein bisschen sanfter sowieso schon aufgrund der Bedingungen, aber hat wirklich eine gute Figur gemacht. Vielleicht kann man hier gleich noch sagen, auch von den Fahrmodi, die zur Verfügung stehen, also eben beim Regen waren wir mehrheitlich dann im Rain-Modus unterwegs, zwischendurch gab es trockene Abschnitte, da kam auch der Road-Modus zum Einsatz. Du wechselst, glaube ich, oder hast dann auch Sport längere Zeit verwendet, ja. Und insbesondere im Rain-Modus, wo einfach die ganzen Assistenzsysteme, wie man es sonst auch kennt, entsprechend feiner reagieren, hat man wirklich dieses Vertrauen bekommen, auch mal aus der Kurve raus zu beschleunigen. Man wusste, okay, wenn es sein soll, dann greift es ein, aber da geht es ganz wirklich feiner ans Gas. Und jetzt in meinem Fall waren wir doch
wir waren nicht langsam unterwegs in dem Sinn für die Verhältnisse und kam jetzt nie dazu, dass das ständig was geblinkt hat. Also das Ganze ist wirklich sehr smooth abgestimmt. Ja, vor allem eben auch unter diesen Bedingungen, die sehr sanfte Gasannahme, die war schon Gold wert. Hat man sich mal ein bisschen eingeschossen, habe ich umgestellt und dann auch mit Sport oder Road probiert, wo dann auch die volle Leistung, also das heißt, da kommt dann wirklich bei 7000 kommt nochmal richtig, richtig Zunder. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr bequemes Reisemotorrad, das aber doch auch ein sportliches Inneres hat. Eben, ein langer Tag im Regen, Temperaturen teilweise im einstelligen Bereich oder so, vielleicht 11, 12 Grad, langsam ein bisschen nass an den Händen, überall. Da war natürlich auch die serienmäßige Griffheizung. Ja, gar die Sitzheizung hatte ich da aktiviert, um nicht zu unterkühlen. Und das macht sie dann doch auch sehr langstreckentauglich. Wir sind gestern rund 250 Kilometer, werden das schon gewesen sein. Waren also lange unterwegs und wenig Ermüdungserscheinung. Ja, und jetzt heute Gelände. Etwas, was mit der alten Triumph eigentlich schon fast undenkbar gewesen wäre. Doch mit der neuen, wir sind hier hingekommen, im Landesinneren, sind relativ weit gefahren mit dem Bus, bis wir hier angekommen waren. Aber es hat sich gelohnt, weil hier haben wir wirklich tolles Gelände vorgefunden. Wir sind viele Schotterstraßen gefahren, aber auch Single Trails, über Steinwege, den Hügel hoch, runter. Und da muss ich sagen, ist mir ganz speziell auch aufgefallen, wie gut die Gewichtsverteilung ausgeglichen ist, wie gut das Motorrad balanciert ist. Weil ich hatte vermutet von herkömmlichen Triumph-Geländemotorrädern, dass das halt sehr frontlastig ausfallen würde und dass die dann in den Kurven vielleicht auch übers Vorderrad schiebt. Hier nicht so. Das ist wirklich, das funktioniert sehr gut und da ist die Triumph schon auf das Niveau vorgerückt, wo sich die Konkurrenz aus Europa bewegt. Auch der Motor war hier sehr begeisternd. Wir sind losgefahren im Offroad-Modus mit ABS vorne, hinten ohne. Einer Traktionskontrolle, die ein bisschen mehr Schlupf zulässt. Das war sehr gut, um Vertrauen zu gewinnen, um ein bisschen Motorrad kennenzulernen, zu spüren, wie das reagiert. Nach einer ersten Einfahrrunde sind wir dann auf dem Modus Rally Pro wieder losgezogen. Da ist die Traktionskontrolle hinten ganz deaktiviert. Hat mir besser gefallen, weil ich der Meinung bin, dass die Traktionskontrolle im Offroad-Modus doch schon sehr früh und vor allem auch sehr stark eingreift. Also da kann, wenn ein feiner Slide wird, dann halt einfach relativ abrupt abgebrochen. Ohne Traktionskontrolle hat man es selber in der Hand, kann es selber dosieren. Da war anfangs, bis ich daran gewöhnt war, vor allem auf rutschigeren Passagen, war mir der Motor vielleicht ein bisschen zu giftig am Gas. Da aber kein Problem, man kann alles, die Modi kann man selber modellieren. Ich habe dann die Rain-Gasannahme, also quasi den Rain-Motor-Modus dazu geschaltet. Und dann war die schön fein, war super zum Enduro-Wandern, auch mal driften, alles. Je weiter, je länger wir gefahren sind, habe ich auch da dann wieder auf den empfohlenen Offroad-Pro-Modus gewechselt und war begeistert. Da ist natürlich schon noch viel spritziger am Gas auch. Da können gewisse Löcher mit einem Gasstoß überwunden werden. Durch Wasserlöcher geht es da auf dem Hinterrad. Wirklich, wirklich begeistert und vor allem auch sehr überrascht, weil das ist wirklich Neuland für Triumph. Von der Traeger 900 kannten wir das schon und ich muss sagen, sie ist nahe dran. Man merkt die zusätzlichen Kilos während der Fahrt nicht. Erstmal beim Halt muss man schon schauen, wo hält man an, wo steht man ab. Ja, Dimitri, du warst heute auch im Gelände unterwegs. Genau. Du bezeichnest dich selber da eher ein bisschen weniger routiniert, aber genau, weniger, wie ist dir gelaufen? Weniger routiniert trifft es. Denn ja, bekanntlich ist bei uns in der Gegend gibt es nicht so viele Möglichkeiten, da jeden Tag irgendwo loszufahren. Ich denke, wenn ich hier wohnen würde, dann wäre das ein anderer Fall. Denn jedes Mal, wenn ich ein paar Kilometer oder daneben so einen halben Tag, einen Tag drauf gesessen bin auf dem Motorrad und im Gelände unterwegs war, dann macht es einfach Riesenspaß. Und eigentlich hätte ich jetzt richtig Lust,
hier mit der Trumpf noch 2-3 Tage anzuhängen und jeden Tag noch ein bisschen on Tour zu gehen und die Gegend auszukundschaften, abseits der Straßen. Und ich muss sagen, sie hat wirklich, ich habe sofort das Vertrauen auf ihr gefunden. Eben wie ich vorhin schon gesagt habe, so auch eben der Vergleich jetzt wieder mit der GS, mit dieser schmalen Taille. Also ich erreiche relativ gut den Boden, wenn der Sitz in der tieferen Stufe ist. Das finde ich, gerade wenn man eben im Gelände dann nicht so routiniert ist, gibt es eine zusätzliche Sicherheit, da man ja nicht unbedingt schauen muss, wo komme ich jetzt wirklich zum Boden. Man kann stoppen und geht relativ problemlos. Aber wie Tobi schon sagte, vom Motor, der wirklich sehr fein agiert, ich habe das Ganze vom Anfang bis zum Schluss eigentlich im Offroad-Modus belassen, bin dann nicht in den Pro-Modus gewechselt, da das mit dem Drift und so. Ich habe diese Drifts auch vorgenommen, aber eben immer mit dem Wissen, dass im Fall der Fälle, wenn es dann irgendwie zu weit ginge, dass dann einfach die Elektronik das Ganze abregeln würde. Und so habe ich mich wirklich da sicher bewegt den ganzen Tag. Anfangs mit der entsprechenden Vorsicht und mit dem Respekt. Und gegen Ende, wie gesagt, würde ich jetzt sagen, bitte noch mehr. Jetzt sag mal, es sind ja doch 240 Kilo. Das macht man nicht jeden Tag. Das ist ja auch irgendwo abschreckend. Aber wie bist du jetzt damit klargekommen? Wie viel hat sich das für dich angefühlt? Genau, also es ist, wir haben vorhin hier noch eine kleine Show bekommen, eine kleine Stunt-Show sozusagen, wo es wirklich steil auf und steil abwärts ging und Single Trails und so weiter. Das würde ich mir jetzt nicht unbedingt zutrauen mit dem Bike, aber ich sage, wenn ich weiß, ich gehe wirklich auf eine längere Reise mit dem Motorrad und auch in ein Gebiet, wo es, man sieht es hier rund um uns herum, mehr, ein bisschen gröber wird als bloß Feldwege, weil Feldweg kann ich notfalls ja auch mit einer Rennmaschine noch drüber rollen, wo es wirklich so ein bisschen gröber wird, nicht die ganz groben Sachen, das würde ich mir mit diesem Ding mit 240 Kilo zutrauen. Einfach eben wegen der guten Balance, die man hier hat und der Sicherheit, die das Motorrad mir vermittelt. Ja, und auch wenn es gröber wird oder schneller, das Fahrwerk hat das eigentlich alles gut geschluckt und man kann eigentlich auch während der Fahrt kann man im Display einstellen, ein bisschen härter, ein bisschen weniger hart. Man kann im Offroad-Modus auch die Vorspannung einstellen, damit kommt das Heck noch ein bisschen runter. Ja, die Triumph ist gut gewappnet. Wir freuen uns schon auf einen ersten Vergleich mit der direkten Konkurrenz, mit dabei sicher die BMW, mit der sich Triumph auch während der Präsentation immer wieder gemessen hat. Vielen Dank, bis bald, wir sehen uns wieder.